So, weiter geht's. Oh, warte. Oh, warte. Raus. Erde behalte ich. Wieso ich den mit mir rumschleppe? So, das kann alles raus. Raus. So. Burger her. Erstmal schnell den Happe pappen. Nom, nom, nom. Lecker. So, gut, dann haben wir das auch. So, Burger können wir raus. Das lassen wir mal frei. Gut, weiter geht's. Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier hin? Ach, ich mag das hier. Einfach mal so auf Tour gehen. Ich bin ewig weit weg von zu Hause. Aber das ist ja auch schön. Es gibt hier so viel zu entdecken. Die Welt ist so groß, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Und diese ganzen neuen Sachen, die jetzt drin sind. Schön. Aber bis jetzt, ich bin jetzt wieder in so einem normalen Gebiet, ne? Das sieht eigentlich ganz, ganz schick und ruhig und besinnlich aus. Was ich noch nicht gefunden habe, ist eine Wüste, ne? Das brauche ich alles nicht. Und ich muss auch mal mein Inventar, also der eine Rucksack ist schon voll, das ist der Wahnsinn, ne? Da muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen Platz schaffe, ein bisschen stapeln oder so, aber noch geht's. Ich habe ja noch den zweiten Rucksack. Den kann ich auch erstmal noch vollpacken. Und das Dolomit. So, wo bin ich denn? Ich bin jetzt da. Boah. Lass mal gucken. Du bist ein ganz schönes Stück gelaufen von zu Hause weg, ne? Das ist ganz schön weit. Hallo Schwein. Und mit Monstern hatten wir bis jetzt echt Glück. Also bis auf die paar Spinnen da. Gut, ich könnte es natürlich mal forcieren, ne? Aber, nee. Ich mag das ganz ruhig so. Eine Wüste würde ich gerne noch finden. Oh, Öl. Kann ich Öl eigentlich mitnehmen als Brennstoff? Aber ich habe nur einen Eimer. Ah, die Eimer, die ich habe, sind voll mit Wasser. Nee, lass mal. Ich könnte mir natürlich mal eben einen Eimer bauen und gucken. Aber das wird mir auch nicht angezeigt als Öl, ne? Wildschwein. Aha. Schon wieder ein Vorbote des Todes hier. Also, nee. Das war echt mies im Nether. Das sieht ja auch geil aus. Ich muss mal gucken hier, warte. Wieso flüster ich? So. Ja, ist schon schick, ne? So eine kleine Bucht. Boah, ist das Hammer. Boah, so viele tolle Ecken, wo man auch was bauen könnte, ne? Alter. Gehst du da jetzt hoch? Hier ist noch so ein Ding. Entschuldige mal kurz.
Einfach mal kurz genießen. Mal kurz sacken lassen hier. Hat schon was. Ist echt schön. Gehe ich da mal rüber? Warte mal. Ich wollte eigentlich in die Richtung jetzt so langsam mal zurückgehen. Das ist Strömung, ne? Das treibt mich weg, oder? Es geht. Ja. Boah, Hammer, du kommst hier hoch und hast so eine Sonne. Oh, ist das schön. Zebras und Pfaue. Inzwischen wieder dunkel. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm stoßing my knee. Was? So. Zack, zack, zack. So, schlafen. Ihr passt mal schön. Oh, da sind schon. Oh nein. Ich schlafe mit Blick auf hier. Aber da ist gerade keiner, ne? Was ist denn das? Schiff. Ah, Fluss. Ah, Zucker. So, warte mal. Das Zuckerrohr wollt ihr noch mitnehmen? So, ich habe die Schaufel in der Hand. So, ein Elefant. Ein Elefant in den Vorgarten stellen. Oh, hallo. Wo ist man denn da hin? Oh, Vogel, du bist da eingefallen. Mensch. Oh, oh. Keiner, ne? Ich geh jetzt einfach mal gucken. Fuba! Alter! Scheiße, der kommt. Hua. Scheiße, Mann. Oh, der verfolgt mich, der unsichtbare Roboter. Oh, nee, auch das noch. Was kommt davon? Ich geh mal eben gucken, weißt du? Oh, hallo, Tiger. Ich will es nicht unnötig riskieren. Ich weiß nicht, ob ich den erledigt kriege. Der hat mir ganz schön was abgezogen, ey. Kämpfen die? War das? Egal. Hallo. Haust du ab? Der hat mich angegriffen. Krasse Scheiße, alles gefährlich hier, Mann. Ein
unsichtbarer Roboter. Das ist ja wohl die Höhe, oder? Oder was immer das für ein Geistviech war da. Mann. Das war voll gemein. Heul. Was hier schön ist. Maulwurf? Wie süß ist das denn? Ach, Kies. So. Blödes Wildschwein. Das ist hoch. Das ist hoch. Warte. Eine Probe mitnehmen. So. Wenn ich jetzt noch einen Setzling kriege, wäre das schon. Boah, ist das viel Holz. Krass. Oh ja, warte, das baut sich gerade ab. Oh. So. Drei. Fünf. Okay, das reicht an Setzlingen. Das soll sich hier wieder einpflanzen. So, warte, funktioniert jetzt hier eigentlich der Auto-Repair? Wenn ich den in der Hand behalte, sollte das doch eigentlich im Sonnenlicht sich gleich selbst reparieren. Schauen wir mal. Ich bin vergiftet. Warum? Oh Gott, Vorboten des Todes. Ich bräuchte eine Anzeige, wie stark jetzt meine. Also, wie weit das abgebaut ist. An dem grünen Balken kann man das echt schlecht erkennen. Und so auch. Haltbarkeit plus 500. Ja, das ist aber. Daran sehe ich jetzt nicht, ob der sich selbst repariert oder nicht. Bin ich denn jetzt hier? Hier, okay, warte mal. Wenn wir die Richtung weitergehen, sollte das eigentlich ein ganz guter Plan sein. Okay. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte mal eben das Holz verstauen. Bevor mir das Inventar zumüllt wieder hier. Setzlinge, Hasenglöckchen. Ja, sorry, ne? Musste ich machen. So. Ich behalte meine Hand. Gucken, ob der sich selbst repariert. Wasser. Hier ist wieder Wasser. Wo bist du? Ich höre dich doch. Hallo? Zombie? Bist du hier unten?
Ganz allein. Where? Stirb, 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 stirb. Eisen. Könnte ich eigentlich mitnehmen, ne? Ja, Eisen könnte ich mitnehmen. So, wo wir gerade hier sind, können wir auch ein bisschen Eisen mitnehmen. Und Kupfer. So. Ich höre doch den Zombie. Wo ist der? Oh, das klingt nach einer größeren Höhle hier unten irgendwo. Und das klingt schon wieder nach Sonnenuntergang. Es ist nicht leicht. Du kannst nur nachts schlafen. Hallo Fuchs. Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, gehen wir jetzt pennen. La 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 la. So. Warte, gehe ich richtig? Nicht ganz. Ich wollte da lang, richtig? Genau. Hab ich mich jetzt verjagt? So, wir sind so weit gelaufen und haben immer noch kein Wüstenbiom gesehen. Aber dafür schon eine Menge anderes schönes Zeug. Was ist das denn? Gooseberry. Muss ich das abschneiden? Ich schneide es mal lieber ab. Ja. Muss ich nicht. Alter, ernsthaft? Willst du mich ver... Na toll. Ja, das ist eine Birne. Eine Birne will ich nicht. Ich will das hier. Ich krieg die nicht. Eine Gooseberry. Ein Häppchen. Woran hing das? Woran hing das? An einem Eichenholz. Okay. Das heißt, wenn ich das mit einem Eichensetzling kombiniere, sollte das doch eigentlich
so ein Bäumchen ergeben, richtig? Richtig. Warum ist das hier alles schon wieder so dicht? Maulwurf. Laufe ich richtig? Ja. Okay, gehen wir hier mal lang. Hallo Waschbär. Also hier eine Straße bauen, ne? Da machst du dich aber echt doof. Ah. Oh oh. Ne, wir legen uns nicht mit dem Bären an. Hallo? Du bist ja niedlich. Da habe ich jetzt einen Bären gefangen. Okay. Man muss es ja mal ausprobieren. Was ist denn das Schönes? Schwedischer Efeu. Den könnte man sich auch irgendwo hinbauen, ne? Oh oh, ich höre was. Wo ist er? Schwedischer Efeu. Grüner Farbstoff ist aber eine Ranke. Okay, alles klar. Das klingt gefährlich, so ein Tiger. Oh, eine Menge Kohle. Aber wie ich bereits sagte, ich bin nicht hier, um... Höhlen zu erforschen. Oh nein, da ist schon wieder so ein... Leuchteding. Ich will da nicht rein. Höhle machen wir ein andermal. Wo ist denn da? Ernsthaft. So, das nehmen wir dann eben schnell mit. Oh, und dann ist natürlich drunter auch noch was. Bisschen Kohle? Müssen wir ein bisschen Kohle mitnehmen? Ich glaube schon, ne? So.
Stelle. Haben wir davon auch ein bisschen was, ein bisschen Ressource. Und dann weiter. Der macht mich fertig hier. Was ist denn das? Marmor. Ernsthaft? Und Lava auch noch? Oh Gott. Ich will da nicht rein. Definitiv nein. Aber was ist das? Ist mir zu gefährlich. Sagte er und ging trotzdem. Wo ist denn meine Schaufel da? Ich will wissen, was da ist da. So, Erde? Shit. Nicht, dass das Skelett auf mich schießt, weißt du? Luftdurchzogener Stein. Ist mein Inventar voll. Ja, wie ist das denn die Möglichkeit? So, 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 so. Weg. Erde behalte ich. Kupfererz kann weg. Eisenerz. Zack, zack. Andesit. So, luftdurchzogener Stein haben wir jetzt auch mitgenommen. So, jetzt gehen wir wieder. Oh nein. Oh, das ist jetzt gerade eine ganz blöde Idee. Ich kann hier mein Bett nicht aufstellen, das geht nicht. Hui. Gut. Okay. So, richtige Richtung. Nein. Was ist da? Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ach, schön. Ich würde ja solche Wanderungen auch offscreen, also, ne, privat für mich machen. Aber ist natürlich dann auch
Also für mich auf jeden Fall sehr, wäre das sehr angenehm, weil ich muss ja natürlich nicht ständig reden, aber ich mache das ja gern. Das macht ja Spaß hier. Hallo Vogel.